Servus und herzlich willkommen zum neuen Video von Altblechkutscher Garage. Heute mal im Fahrlock-Style, es ist auch unter der Woche. Ich muss hier am Alpina den Kühlerschnitt tauschen und da nehme ich euch jetzt mal mit. Suppe da rauslassen zu können, machen wir erstmal den Deckel oben auf und dann bauen wir schon mal vorsorglich vorne die Lüfterzarge raus. Das werden wir nämlich nachher noch brauchen. So, am besten jetzt den Unterfahrschutz hier rausbauen. Das Problem ist, wenn man sonst die Ablassschraube aufmacht, dann läuft das Kühlmittel gegen den Unterfahrschutz und dann hat man richtig Spaß. Man sieht es vielleicht, ich habe hier eine alte Grillschale geopfert, habe da drunten einen Schlauchanschluss hingebaut, damit ich das Kühlwasser in einen Leercontainer füllen kann und den kann ich dann zur Problemmüllsammelstelle bringen und dann natürlich alles ordnungsgemäß entsorgen. Die Schellen erfordern etwas Geduld. Am besten nimmt man einen Schraubenzieher, hebelt die ein bisschen auf und drückt sie dann ein bisschen nach unten und dann kann man die unten aushaken und nach oben abziehen. Den Kunststoffpuffer, den braucht ihr übrigens wieder, der muss in den neuen Kühler mit rein. Blöderweise muss jetzt in meinem Fall die Ansaugung noch mit raus, weil nämlich unten der Kühler sonst nicht an dem Ansaugschnorchel vom Luftfilterkasten vorbeigeht. Was man jetzt hier schon sieht, der Kühlwasserschlauch unten ist natürlich schon demontiert. Eine kleine Überraschung habe ich auch noch gefunden. Ich habe gesehen, dass unten ein Ölkühler dran ist an meinem Kühler. Der ist aber nirgendwo am Fahrzeug angeschlossen. Das muss ich mir jetzt nochmal anschauen und den übernehme ich natürlich mit rüber. Genauso wie jetzt den Temperatursensor hier von der Klimaanlage. Ich wickel das zusätzlich immer noch gern mit Teflonband ein, einfach weil ich schon so oft Themen gehabt habe mit undichten Temperatursensoren. Witzigerweise ist der Ölkühler bloß gesteckt, er braucht ein bisschen Überzeugungsarbeit, bis er dann endgültig wieder an seiner Position ist. Ganz wichtig nicht vergessen, die Anschlagpuffer unten vom Kühler, vom alten Kühler zu übernehmen, weil sonst der Kühler nicht sauber drin sitzt und im Worst Case unten rausrutschen kann und ins Lüfterblatt reinfahren kann. Und was das für eine Sauerei ist, das könnt ihr euch natürlich vorstellen. Nur ein kleiner Tipp, wenn man eh schon die Schellen offen hat, dann am besten gleich durch neue ersetzen. Ich verwende da so Edelstahlschellen und die haben den Vorteil, dass die deutlich mehr Spannkraft aufbringen können und die alten Schellen, die mittlerweile schon so, sag ich mal, korrodiert etc. sind, dass die nicht mehr sauber anspannen können. Das ist natürlich nichts, weil an der Stelle wird es dann vermutlich wieder undicht und ihr macht dieselbe Arbeit teilweise nochmal.
So, der Patient lebt jetzt wieder. Kühler ist soweit aufgefüllt. Ich kann es euch wieder nur ans Herzen legen. Kauft euch so einen Unterdruckbefüller. Ihr habt noch nie so entspannt ein Kühlsystem befüllt. Das ist wirklich komplett ohne Sauerei. Kann ich nur empfehlen. So, dicht ist alles soweit. Mache ich nur eine kleine Probefahrt. Und dann, wie immer, Daumen nach oben. Abo schadet auch nicht. Und dann sehen wir uns in einem von den nächsten Videos wieder.